Hallo Leute und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion für den Nintendo GameCube. Von 2002 ist das Spiel schon, Mann. Ist jetzt auch bald wieder 14 Jahre alt. Wir spielen ein neues Spiel. Und wir begeben uns mit Luigi, der bewaffnet ist mit einer Taschenlampe, in den dunklen und finsteren Wald. Es ist einfach super, wenn man direkt von der Originalkonsole aufnehmen kann, anstatt diese blöden Emulatoren zu benutzen. Die sind auch manchmal immer ein bisschen nervig. Und manchmal verhunzen sie auch einfach mal komplett das ganze Spiel, indem zum Beispiel in Super Mario Sunshine, wenn man das mit dem Dolphin-Emulator spielt, dann geht der Schleim, also ihr kennt ja diesen Schleim, ich wette, ihr habt bestimmt mal Super Mario Sunshine gespielt, dann wenn ihr den da wegmachen wollt, dann geht er zwar weg, aber er ist unsichtbar und bleibt dann noch da sozusagen. Es ist schwierig zu erklären, aber im Grunde genommen versucht man den Schleim wegzuwischen. Ich finde es immer so lustig, wie er das sagt, weil es klingt so ein bisschen, als wenn er Deutsch sprechen würde, weil er ganz normal und klar Hallo ausspricht, statt italienischen Akzent zu machen. Vielleicht hat er es einfach ein bisschen anders gemacht, dieser, ich glaube, Charles Martinet heißt er. Der hat auch den Drachen in Skyrim gesprochen, den Paturanax. Okay, aber jetzt genug Random Facts von irgendwelchen Spielen. Wir sind hier bei Luigi und hier ist Horrorstürmung angesagt. Hier ist eine pulsierende Tür, die mit Draht versiegelt wurde. Das fassen wir mal nicht an. Wir können Sachen untersuchen. Wir sind fast wie Detektive hier unterwegs. Wir haben eine Taschenlampe. Ich kann sie selber an- und ausmachen. Ich kann sie auch bewegen, wenn ich möchte. So. Eine Ego-Perspektive gibt es nicht. Wir haben 100 Leben. Wir gehen mal nach oben. Okay, was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Okay, was war das? Die Kerze vielleicht? Nein. Genau, ich kann übrigens auch auf die Taste drücken und dann sagt er immer seinen Marios Namen. Okay, eine schemenhafte Gestalt mit einem Schlüssel mittendrin. Was kann es nur sein? Geister! Darum dreht sich's in dem ganzen Spiel. Geister einfangen. Mit einem Staubsauger. Aber dazu kommen wir gleich. Gerade noch so voll episch, normal dargestellt und jetzt blinkt das hier einfach so rum wie so ein 3D, wie so eine Münze. Da hätte mir der Schlüssel am Boden besser gefallen. Okay, wir können die Tür oben aufmachen. Sind jetzt eigentlich auch alle Kerzen erloschen? Nee, nur die auf der linken Seite sind erloschen. Da, wo der Geist lang geflogen ist. Wir schreiten durch die Tür. Na, ich muss sagen, der Videograbber macht eigentlich schon was her eigentlich. Es könnte besser sein, besonders bei schnellen Bewegungen. Da könnte das noch ein bisschen flüssiger klappen, aber obwohl ich 30 FPS eingestellt habe. Aber... schnell, Luigi! Und da wird er schon eingesaugt. Das ist super. Und der Hintergrund der Musik, auf den müsst ihr mal achten, der ist super. Tja, das war's leider. Wenigstens ist der Geist weg. Na, alter Mann, wie geht's dir? Autsch, das werde ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Da kommen noch mehr. Oh, das sieht nicht gut aus. Also Kleiner, leg einen Zahn zu, mir nach, Tempo, Tempo. Hip-Hop-Meister, alter Mann, Dr. Igitt, hört natürlich nur den härtesten Gangster-Rap-Sound, Beat-Track. Vielleicht hat tatsächlich schon mal ein YouTuber darüber gerappt. Naja, Luigi war dein Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut, abgepasst. Abgepasst, nicht aufgepasst? Na egal. Luigi! Wie, du möchtest wissen, wo du dich hier befindest? Nun ja... Diese heimliche Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitts Geisterforschungslabor.
oder schlichtweg und schlicht und ergreifend das Labor, falls du Abkürzungen bevorzugst. Wenn du diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, was, du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du, verdammt, Luigi, hör auf, dich am Arsch zu kratzen, seht ihr das? Der kratzt sich einfach am Arsch, während er mit dem Alten redet. Nicht einmal teilgenommen hast, das klingt mir sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe hier schon, seitdem ich ein junger Kerl von 20 Lenzen war. Okay, Lenzen? Und ich sage dir eins, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht mal für ein kurzes Pläuschchen. Und er kam auch nicht zurück. Es wäre irgendwie besser, wenn diese Textzeilen 3 umfassen würden, statt nur 2 Textzeilen. Dann könnte man das ein bisschen flüssiger lesen. Aber egal, ich krieg das schon hin. Auch nicht zurück. Oder ich habe das nur geträumt. Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Bekommt ein Geistesblitz. Geister, versteht ihr? Ich zeige dir, wie man mit den Geistern fertig wird. Damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Wir können uns hier die Steuerung angucken. Das ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn, das ist genial, Schreckweg 0816. Bestimmt kein 0815-Zeug. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn einmal an. Halte die R-Taste gedrückt, um zu saugen. Will ich das? Und bestimme die Richtung mit dem C-Stick. Tja, saugen und den Stick benutzen, das kennen wir alle schon zu Genüge. Du weißt es auch. Okay, achso, ich muss jetzt direkt schon mal... Was? Ich habe ihn nicht mal eingesetzt. Ganz gleich. Für wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Also solltest du das hier einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos. Oder ähnlich. Ja, nun ja, was hältst du davon? Wenn wir nun mit dem Training beginnen. Geister mögen es dunkel. Folglich meinen sie das Licht. Wenn du sie also mit einem Lichtstrahl blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Okay, wir müssen also im Dunkeln saugen und den Stick benutzen. Keine Sorge, das schaffe ich. Wenn du nah genug dran bist, dann halte die R-Taste gedrückt und halte den Control-Stick in die gegengesetzte Richtung. Weg vom Geist. Versuche es doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir beim Plaudern anhörst. Okay, wo ist er denn? Ich saug ihn ein! Ich habe ihn! Yeah! Und denk daran, jedes Mal, wenn du das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung steuern, um ihn aufzusaugen. Okay. Komm her! Ja, komm her! Ich hab dich gleich! Einfach immer in die gegengesetzte Richtung, das ist ganz einfach. Wenn das Herz des überraschten Geistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen, indem du die R-Taste gedrückt hältst und den Control-Stick bewegst. Ja, ich hab's schon irgendwie verstanden, alter Mann. Was? Ich hab beide verloren? Verdammt! Bewege den Control-Stick, wiederholt und möglichst schnell in die entgegengesetzte... Ach so, Wiederholung. Nicht einfach halten? Ja, ich verstehe schon. Okay, da ist noch einer. Was? So schnell ist er weg? Okay. Jetzt kommen ganz viele. Ja, tatsächlich, so geht es viel schneller. Ja, ich habe sie leider nicht gekriegt. Das muss ich nochmal üben. Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendung von Taschenlampe und Schreckweg 0816 voraus. Hast du gehört, Kleiner? Das macht ihnen zu schaffen. Und wie viele hast du nun? Nun ja, eingesagt.
3. Ich glaube, das kannst du besser. Ja, das glaube ich auch. Bewege den Control-Stick entgegengesetzt zum Geist. Ja, ich hab's verstanden, alter Mann. Ich will jetzt endlich loslegen mit dem Spiel. Fein, fein, bla bla bla. Das kennen wir alles. Nein, danke, ich möchte nicht zur Galerie. Da ist sowieso nichts drin. Aus verschiedenen Gründen. Wo soll's hingehen, Luigi? Na, endlich zu meiner Villa. Sei vorsichtig, Luigi. Das werde ich. Na, wenigstens hat er uns geholfen. Auch wenn er ein bisschen nervig ist. Seine Frisur sieht aus wie ein Pinkman. Diese von den Professor Igitt. Hallo? Hey, guck mal, wer da ist. Da ist Tod. Wo steckst du nur, Mario? Schluss. Was? Luigi? Was auch Spitze? Du bist es. Luigi, du hast es doch noch geschafft. Bin ich froh. Den Himmel sei Dank. Warum ich hier bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich, nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als er ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so vor Geistern. Und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich flehe dich an. Du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen. Schwierig. Überlass das mir. Tschüss. Ja, wir sind mal nicht so gemein. Er ist ja schon völlig am Ende. Oh yeah. Juhu, danke Luigi. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Und er hat auch mal gleich das Licht angemacht. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Klar, wir können abspeichern. Immer her damit. Man kann nie genug speichern. Du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Okidoki. Wisst ihr, es gibt eine Kontra an dieser Aufnahmemethode. Ich kann zwar im Fullscreen aufnehmen, was ziemlich wichtig ist für mich. Aber ich kann leider nicht sehen, wie lange ich aufnehme. Deswegen muss ich ab und zu mal den kleinen Recorder hier hochholen. Ihr seht den gerade da. Ich halte ihn einfach mal hoch. Dann seht ihr den. 13 Minuten sind wir schon unterwegs. Wir müssen noch ein bisschen weiter unterwegs sein. Denn wir haben einen Schlüssel erhalten. Wir können jetzt einsetzen. Oh, und wir können auch Geld aufsaugen. Gib mir das Geld. Give me money. Und wir putzen auch einfach mal Vasen. Hier müsste gleich was rauskommen, oder? Nö, hier kommt nichts raus. Suchen wir die anderen Vasen ab. Da kommt jetzt aber was raus, oder? Gib mir Geld. Ich muss mich noch an die Steuerung des C-Sticks gewöhnen. So, ich glaube, diese Kerzen, diese violetten, die müssen wir ausmachen, aber vorher sollte ich das Geld einsammeln. Das wäre nicht schlecht. Warte, das werde ich jetzt erstmal so einsammeln. Alles Klärchenbärchen, gib mir da die Kohle. Ja, immer schön her damit. Die Kerzen sind noch nicht aus, dann mache ich erstmal das hier auf. Ach, da ist nur ein Herz drin. Okay, ich dachte, da wäre Geld drin. Hey, gib mir Geld. Suchen wir erst mal nach dem Geld. Hier ist noch Geld. So, her damit. Tischdecke kommt zu mir. Und hier gibt es wirklich nichts da drin? Na, gleich kommt eine dumme Sequenz. Die kann ich, glaube ich, nicht schnell genug vorlesen. Geh mal her. Natürlich ist hier das Geld drin, damit wir auch ja die Kerzen erwischen. So, jetzt mache ich es aber extra. So, machen wir die Kerzen aus. Aus damit. Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr Froschgrün? Nun, dunkle Räume bringen viele Gefahren. Sie lieben die Dunkelheit und nun kriegen sie dich. Jetzt bist du dran. Buh! Dir wird es ergehen wie diesem Rotkäppchen, auf das du in der Dunkelheit umherirrst. Auf ewig! Du hast Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag mal. Mach sich auf sie gefasst. Mann, das musste ich jetzt ganz schnell vorlesen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Komm her, komm her, du kleiner Geist. Da ist auch noch mal Leben, falls ich was brauche. Wo sind die Geister? Oh, da hinten ist gleich einer. Schnell einsaugen. Ich habe immer noch die perfekte Technik nicht raus, aber ich werde es schaffen, glaube ich. Geister, ihr könnt mir nichts. Nein, er ist sofort weggegangen. Wie ging das denn? Er ist wirklich schnell weg gewesen. Warte, ich muss warten, bis er näher dran ist, dann kriegen wir den viel leichter. Aber das sind doch die kleinen Geister. Oh, wir haben es geschafft, den ersten Raum zu clearen. So, dann holen wir uns unsere Belohnung ab. Ein weiterer Schlüssel.
Ich glaube, uns wird sogar angezeigt, wofür wir den benutzen können. Eine Truhe? Nein, es ist ein weiteres Schloss. So, können wir hier noch irgendwas holen? Nee, eigentlich nicht. Da waren nur lauter Bilder. Gehen wir weiter. Wir benutzen wieder den Schlüssel. Ich mache das jetzt einfach mal weg, sonst dauert es ewig. Hier werden auch noch mal einige Geister erscheinen. Wir müssen jetzt erstmal trainieren. Und wir müssen jemanden ganz nah heranholen, sonst klappt das nicht, wenn er zu weit weg ist. Und am besten die Taschenlampe ausmachen, dann ist der Überraschungseffekt besser. Jetzt schnell! Ja, den kommt. Der hat ja 20 Punkte, der Geist. Der ist etwas stärker als der andere. Aber man kann das eigentlich ganz gut schaffen. Ja, er ist gleich hinter mir. Komm her! Ich darf auf ja keinen Fall einen entkommen lassen. Ich weiß auch noch, wo ein Spezialgeist ist. Der kommt im nächsten Raum. Das zeige ich euch dann. Komm her! Wir sind die Geisterjäger Nummer 1. Okay. Geisterlein, komm raus. Hier. Hey, ich krieg beide, oder? Nee, das ging nicht ganz. Oh, schnell zur Seite. Gib mir mein Zeug wieder. Du blöder Geist. Oh, Mann. Schnell. Jetzt hast du mich einmal gekriegt, aber dafür krieg ich dich jetzt. Wir haben es geschafft. Wieder mal. Also, gib mir mal Zeug. Immer die Scheine zuerst, die sind mehr wert, natürlich. Gib mir Geld. Vase, was hast du in dir? Einen Goldbarren. Okay, ich wünschte, das könnte ich auch in echt haben. Hier ist wahrscheinlich nichts drin, oder? Nee, da habe ich schon untersucht. Ein Goldbarren haben wir schon mal. 15 Scheine und 36 Münzen. Gehen wir in den nächsten Raum. Hier werden noch einige Geister kommen. Und den Spezialgeist, den zeige ich euch gleich. Und den kann ich mich noch erinnern. Hier werden einige Geister kommen, das weiß ich noch. Auch ein paar schwierigere. Ja, seht ihr diesen fetten Geist? Der wirft Bananen. Ja, ich habe ihn vertrieben. Er konnte aber keine Banane schmeißen. Komm her! Ich muss ihn mit einem Schlag einsaugen. Komm schon, komm schon, komm schon. Er darf nicht abhauen. Ja, ich habe ihn mit einem Schlag. Sehr gut. Ja, ich habe sogar das Herz eingesaugt. Sehr gut. Komm her. Die Banane muss ich auch gleich aufsaugen. So. Da bist du. Ich krieg dich. Nein, ich habe ihn leider verjagt. Na, das ging nicht. Immer schön die Bananen aufsaugen, sonst stolpern wir da drüber. Komm her. Ich krieg dich. Ja, ich muss mich konzentrieren, aber hoffentlich trifft mich eine Banane nicht. Ja, gleich habe ich dich. Yes. Okay. Ich glaube, wir haben die meisten Geister jetzt erstmal erledigt. Ich saug jetzt erstmal die hier ein. Da wird jetzt ein Spezialgeist drin sein. Ich hoffe, ich kriege ihn. Ja, ich habe ihn. Komm schon, komm schon, komm schon. Er darf nicht fliehen. Er gibt ganz viel Gold und Geld. Wir müssen alles einsaugen. Sehr schön. Ich habe ihn gekriegt. Scheinchen, kommt her. Scheinchen, Scheinchen. Überall Scheinchen. Hier sind ja jede Menge. Oh mein Gott. Wie soll ich die alle einsaugen? Komm mal alle her. Hoffentlich verschwinden die nicht gleich. Da oben, der ist schon weg. Scheiße. Ich habe nicht alle geschafft. Aber hier muss doch irgendwo einer sein. Ich glaube, er versteckt sich auch in einem Schrank. Ich habe ihn. Yes. Komm her. Na endlich. Alles Klärchenbärchen. Was ist hier drin? Oh, da oben ist der Schlüssel. Den sehe ich schon. Hier ist nichts drin, hier sind nur Kleider. Auf diesem Kleiderbügel. Ich hab ihn. Sehr schön. Ah, okay, wir können jetzt da runter. Da können wir wahrscheinlich noch gar nicht durch, oder? Oh, hier ist Toad. Hier können wir abspeichern. Toad? Hey! Mario, wo bist du nur? Was, Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich wohler. Bitte, bitte, du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er nur stecken? Ich werde ihn schon finden. Also, dann speichern wir mal kurz ab. Ja, du könntest speichern für mich. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Luigi's Mansion. Ich war der Chronoid, das ist mein neues Projekt, Luigi's Mansion. Das erste Abenteuer, das erste richtige Abenteuer von Luigi, was er alleine bestreiten muss, um Mario zu retten und nicht umgekehrt. Wenn ihr das Projekt verfolgen wollt, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Ich war der Chronoid, ciao Leute. Ja.